Bitte zeigen Sie mir nicht den Vogel, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Universum mit Ihnen spricht. Denn ich meine damit nicht, dass Ihnen jemand im All mit einem Taschenlämpchen Signale funkt. Vielmehr spreche ich davon, dass in Ihrem Leben Dinge geschehen, die nicht zufällig passieren. Dinge, die Ihnen wichtige Hinweise geben können, Hinweise, was falsch läuft und wie Sie ein erfüllteres Leben führen können. Aber welche heimlichen Zeichen sind es, die Ihnen das Universum sendet? Ich sage Ihnen das gleich. Mein Name ist Martin Wöhle. Ich bin Autor des Buches Den Netten beißen die Hunde und ich habe die 365-Tage-Challenge gegründet. Dort gebe ich Ihnen jeden Tag des Jahres neue Impulse und Inspirationen. Jeden Tag geschehen Dinge, die unser Verstand nicht erklären kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Neulich habe ich seit vielen Jahren das erste Mal an einen alten Schulfreund gedacht. Seit mehreren Jahrzehnten hatten wir keinerlei Kontakt miteinander. Und was geschieht 3 Tage später? Dieser Freund schickt mir eine Mail. War das jetzt wirklich ein Zufall? Nein. Oder nur dann, wenn wir das Wort Zufall etwas anders definieren. Mir ist etwas zugefallen, sprich in den Schoß gefallen, weil ich es angezogen habe. So wie ein Apfel, der vom Baum fällt, nur dann in Ihrem Schoß landet, wenn Sie genau an der richtigen Stelle sitzen. Ich werde Ihnen am Ende des Videos noch zeigen, was solche scheinbar zufälligen Begegnungen und Ereignisse in Wirklichkeit zu heißen haben und welche große Chance für Sie darin angelegt ist. Das wird die 3. Nachricht des Schicksals sein, doch vorher zu den 2 anderen, die auch ganz wichtig sind. Das erste Zeichen des Schicksals haben Sie bestimmt schon in Ihrem Leben wahrgenommen. Und zwar gibt es ein Problem, das Ihnen nicht nur einmal passiert, sondern sich ständig in so einer Schleife wiederholt. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Sie geraten immer wieder an Menschen, die Sie heimlich ausnutzen. Oder Sie treten neue Arbeitsplätze an, aber werden rasch wieder entlassen. Oder Sie gehen Beziehungen mit Partnern ein, die Ihnen nicht gut tun, sondern Sie runterziehen und Sie schlecht behandeln und Ihnen schaden. Alle Fälle, die ich jetzt genannt habe, die tun natürlich weh. Niemand wird gern ausgenutzt, niemand gern entlassen, niemand gern vom Liebespartner wie Dreck behandelt. Und natürlich kann das jedem passieren, auch wenn er alles richtig macht. Die Frage ist nur, passiert es und wiederholt es sich ohne jeden Sinn dahinter? Oder kann es sein, dass das Leben Ihnen eine Botschaft nur deshalb mehrfach zustellt, weil Sie bislang die Annahme verweigert haben? Das ist ein interessanter Gedanke. Stellen Sie sich das Leben als einen Briefträger vor, der an Ihrer Türe klingelt, mit einem Umschlag in der Hand, der nur persönlich zugestellt werden kann. Was passiert, wenn Sie jetzt nicht aufmachen? Natürlich, es klingelt bald wieder und wieder, und zwar so lange, bis Sie die Botschaft endlich annehmen. Und nun behaupte ich, genau dasselbe passiert, wenn Sie sich zum Beispiel immer wieder auf lieblose Partner einlassen. Denn mit jedem lieblosen Partner sendet Ihnen das Leben oder meinetwegen das Universum eine Botschaft. Zum Beispiel kann diese Botschaft lauten, hör endlich auf, um die Liebe von Menschen zu kämpfen, die ihrer nicht würdig sind. Kann es sein, dass du hier nur ein Muster aus deiner Kindheit wiederholst, den Kampf um die Liebe eines lieblosen Vaters oder einer lieblosen Mutter? Dann fang endlich an, dich selber zu lieben. Und wenn du dich selber aufrichtig liebst, dann wirst du auch die Menschen anziehen, die dich aufrichtig lieben. Das ist nur ein Beispiel für eine Botschaft. Sie kann sich beim selben Sachverhalt auch komplett anders verhalten. Aber eines ist sicher, das Schicksal wird Ihnen die Botschaft so lange zustellen, so lange also lieblose Liebespartner schicken, bis ein Empfänger die Nachricht endlich verstanden hat und bis er reagiert. Und in diesem Moment ergibt das Leid, das vorangegangen ist, endlich einen Sinn. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre, ein Existenzialist, hat gesagt, alles im Leben ergibt immer so viel Sinn, wie wir ihm Sinn geben. Er war kein Esoteriker, aber er war ein sehr kluger Mann. Falls es in Ihrem Leben also Probleme gibt, die sich wahrscheinlich zu Ihrem Ärger immer wiederholen, nehmen Sie die Botschaft endlich an, entschlüsseln Sie, was das Leben Ihnen sagen möchte und handeln Sie exakt danach. Und ich verspreche Ihnen, dann wird es an Ihrer Tür auch nicht mehr klingeln und dann leben Sie sofort besser. Und hier eine 2. Botschaft des Universums, ehe ich am Ende zurückkomme auf meinen alten Schulfreund und auf seine scheinbar zufällige Nachricht. Sie erleiden eine Krankheit oder eine Niederlage. Zum Beispiel legt Sie ein Burnout flach, nachdem Sie sich monatelang in Ihre Arbeit gestürzt haben. Oder Ihre langjährige Beziehung, die bricht auseinander. Oder Sie erleiden an der Börse herbe Verluste. Nun haben Sie natürlich die Wahl, was Sie darin sehen. Ist das wirklich eine Katastrophe, ein Unglück, ein Horror?
Oder kann es sein, dass das Schicksal es viel besser mit Ihnen meint, als es auf den ersten Blick aussieht? Kann es sein, dass der Burnout eine kostbare Botschaft enthält, zum Beispiel: Lieber Freund oder liebe Freundin, du hast es mit deiner Arbeit gründlich übertrieben. So gründlich, dass du alle Freunde links und rechts des Weges übersehen hast. Und jetzt will ich dir einfach mal eine Auszeit gönnen, in der du dich um nichts anderes kümmern musst als um dich selbst. Nimm dir die Zeit, über dich und dein Leben nachzudenken. Was soll von dir bleiben, wenn du eines Tages nicht mehr bist? Wirklich nur deine Arbeitsleistung? Oder möchtest du Spuren hinterlassen, die tiefer gehen? Und wenn ja, welche sind es? Als Karriereberater darf ich Ihnen sagen, die meisten Menschen gehen aus solchen Krisen nicht geschwächt, sondern gestärkt hervor, sofern sie die Botschaft ihres Lebens annehmen. Wer sich jedoch weigert und einfach weitermacht wie bislang, an dessen Türe wird es bald wieder klingeln und Sie wissen schon, wer draußen steht, nämlich der nächste Burnout. Oder wenn eine langjährige Beziehung zerbricht, dann kann es auch sein, dass das Universum Ihnen einfach eine Entscheidung abgenommen hat, um die Sie sich selbst gedrückt haben. Zum Beispiel, dass die Beziehung nicht mehr von Liebe, sondern nur noch von Gewohnheit zusammengehalten wurde. Oder dass einer der Partner sich anders als der andere entwickelt hat. Jedenfalls, dass es Zeit wird für etwas Neues. Und das dürfen Sie nie vergessen. Immer wenn das Schicksal eine alte Türe schließt, öffnet es zugleich eine neue. Und jetzt haben Sie die Wahl, wohin Sie lieber schauen. Nach hinten oder nach vorne, zur geschlossenen Tür oder zur offenen Tür. Und nun bin ich schon bei der dritten Botschaft des Universums und da komme ich jetzt auf meinen alten Schulfreund zurück. Die Botschaft lautet: Nichts in deinem Leben, erst recht keine Begegnung, geschieht ohne Sinn. Das Leben führt uns immer das zu, was wir gerade brauchen. Ich selbst habe das schon ganz oft erlebt. Einmal zum Beispiel hat mir eine wildfremde Frau ein Buch geschenkt als Dankeschön für einen Prozess, den ich als junger Mann vom Bundesverfassungsgericht in Sachen Meinungsfreiheit und Menschenrechte geführt hatte. Das Buch hieß Folge dem gelben Steinweg und stammte von Gabriel Barilli. Nie zuvor hatte ich von diesem Autor gehört. Als ich das Buch las, hielt ich meinen Atem an. Es war, als wäre jede Zeile dieses Buches nur für mich geschrieben. Genau zu dieser Zeit habe ich genau dieses Buch gebraucht, um mich zu entwickeln. Ich bin ganz sicher, dass es aus gutem Grund in meine Hände geraten ist. Und jetzt frage ich Sie, wie oft haben Sie scheinbar zufällig den richtigen Menschen zur richtigen Zeit kennengelernt? Wie oft sind Sie scheinbar zufällig auf ein Thema gestoßen, das Ihr Leben dann sehr bereichert hat, auf einen Job gestoßen, der Ihr Leben dann geprägt hat, auf ein Hobby gestoßen, das Sie dann erfüllt hat? Oder wie oft hat Sie ein bestimmter Mensch gerade dann angerufen oder sind Sie ihm gerade dann nach langer Zeit begegnet, als Sie an ihn gedacht hatten? So ist es mir mit meinem ehemaligen Schulfreund ergangen und es wurde dann wieder ein sehr interessanter Kontakt. Wie oft, frage ich Sie also, hat Ihnen das Universum genau das gesendet, was Sie gerade gesucht und gebraucht haben? Ich glaube fest daran, dass unser Verstand die Gesetze des Lebens nur zu ganz kleinen Teilen versteht. Alles ist mit allem verbunden. Wenn Sie zum Beispiel ein regelmäßiger Zuschauer meines Kanals sind, dann bin ich sicher, unsere Begegnung, die ist kein Zufall. Dann haben Sie vielleicht bewusst oder unbewusst jemanden wie mich gesucht und ich habe unbewusst jemanden wie Sie gesucht. Und wir sind uns also begegnet, weil wir uns begegnen mussten. Mein Tipp für Sie lautet: Wann immer Sie in Ihrem Leben etwas scheinbar Zufälliges erleben, fragen Sie sich, inwiefern kann es sein, dass ich genau das gesucht habe? Inwiefern kann es sein, dass mich dieses Ereignis oder dieser Mensch oder diese Information weiterbringt? Und allein indem Sie diese konstruktiven Fragen stellen, steigt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass Sie etwas Konstruktives und Produktives aus der Situation machen und dass Sie glücklicher und erfüllter als bislang leben können. Schauen Sie jetzt unbedingt noch mein Video über die 12 Karma-Gesetze. Dort verrate ich Ihnen das Karma-Geheimnis, wie Sie noch viel mehr aus sich und Ihrem Leben machen können. Sehr spannend. Ich verlinke Ihnen das Video in der Infobox und wir blenden es gleich zum einfachen Anklicken noch ein. Wollen Sie Ihrem Schicksal unter die Arme greifen und ganz bewusst mehr aus Ihrem Leben machen? Dann hilft Ihnen mein Videoseminar das 3-Minuten-Geheimnis. Für kurze Zeit bekommen Sie den Kurs geschenkt. Dort verrate ich Ihnen eine geniale Methode, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag in ein besseres Leben abbiegen. Mich hat diese Methode zu dem gemacht, der ich heute bin. Sie wird auch bei Ihnen funktionieren. Klicken Sie hier und holen Sie sich Ihr Geschenk ab und mischen Sie die Karten Ihres Lebens neu. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.